Ein durchaus auffälliger Monatsabschluss und der Beginn in die schwache Saisonalität droht diesmal zellenmäßig. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Ja, wir hatten eine ereignisreiche Handelswoche hinter uns und mit vielen starken Impulsgebern. Und dafür war die Woche doch relativ schwach. DAX im Minus geschlossen, nahezu alle US-Indizes im Minus geschlossen. Und ja, ist das schon ein bisschen ein schlechtes Zeichen, eine schlechte Vorahnung für die schwache Saisonalität? Pünktlich Zellenmäh könnte die überhitzte Rallye doch mal eine Konsolidierung übergeführt werden. Was wollen wir uns in den Chartbildern anschauen? Auch ein paar Grafiken gibt es natürlich davor. Der DAX schloss am Ende diese Woche mit einer Wochenperformance von minus 0,94%. April-Performance konnte bei plus 0,85% noch im positiven Bereich gehalten werden. Aber ich hatte schon gesagt, auffällig. April noch gut gewesen, bei den US-Indizes noch stärker, aber die Woche war schon schwach, obwohl wir starke Impulsgeber hatten. Wir hatten die amerikanische Notenbank, die Fed, die ja schon fast wahnwitzig auf Kurs bleibt und viele, viele Beruhigungspillen verteilt. Der Inflation kommt nicht, wir bleiben ultra locker bis sonst wann. Also sehr viele Beruhigungspillen. Dann hat man die großen Big Tech-Konzerne, ne, die auch große, viele von denen Pandemie-Gewinner waren, wenn man Amazon denkt und Apple denkt, haben Rekordzahlen gepräsentiert. Und was passiert? Einige gleich im Minus, die anderen am nächsten Tag im Minus, also wirklich nicht mehr profitiert, man konnte nicht mehr gepusht werden, obwohl die Notenbanken so viele Beruhigungspillen verteilte, obwohl die großen hochmarktkapitalisierten Tech-Konzerne überzeugt damit Rekordzahlen waren das. Trotzdem profitiert man nicht, ist zu viel eingepreist, weiß man, dass die Zukunft nicht mehr bringen wird. Mehr geht einfach nicht mehr obendrauf. Wer weiß, oder ist es einfach die Saisonalität, die jetzt pusht, oder waren es die Worte von Jerome Powell, der ja viele Beruhigungspillen verteilt hat, aber eben auf Nachfrage dann eben doch ein bisschen wahrhaftiger reagieren muss. In der vergangenen Sitzung hat er schon gesagt, die Aktienmärkte bewegen sich auf historisch hohem Niveau. Diesmal wurde nochmal die Nachfrage geäußert. Jetzt hat er gesagt, sie schäumen schon etwas über. Auch interessante Begrifflichkeit. Er möchte wahrscheinlich den Begriff Bubble aus dem Weg gehen. So schäumt es halt. Nur viele kleine Bläschen sind das dann. Das kam auch nicht sonderlich gut an, wenn eine Person, die Notenbanker sind ja allgemein sehr defensiv bedacht. Ne? Sehr, sehr vorsichtig in ihren Worten. Wenn er aber dann schon von historischen Bewertungen spricht, von Überschäumen der Märkte, ist das doch schon eine sehr deutliche Wortwahl. Und ja, das kommt dann eigentlich nicht so gut an. Eigentlich leben wir in einer euphorischen Phase. Jetzt beginnt der Bullenmarkt. Also das Beste kommt jetzt. Jetzt kommt die Erholung. Die Märkte haben die ganze Pandemie gefeiert. Aber jetzt kommt nochmal oben der Bullenmarkt obendrauf. Dann sagt so ein defensiver Notenbanker, ja, aber wir schäumen ja eigentlich schon ganz schön über und sind historisch hoch bewertet. Ja, das stellt dann diese These, der Bullenmarkt beginnt, doch etwas in Frage, wie viel Luft ist denn da wirklich noch auf der Oberseite, wenn die Notenbanker sich schon so äußern, wenn die Beruhigungspillen der Notenbanken nicht mehr reagieren, wenn die Rekordzahlen nicht mehr zu weitere Sprünge sorgen. Wie viel ist da eingepreist? Und vermutlich ist sehr viel eingepreist. Also das war eine Auffälligkeit, viele Impulsgeber. Viele eigentlich positive Impulse, aber sie wurden nicht mehr genutzt. Man schloss diese Woche am Ende im Minus. Aber ich habe es schon gesagt, der April war trotzdem gut. DAX nur noch plus 0,85%. Das war sogar unterm historischen Durchschnitt. Ist er doch etwas zurückgefallen. US-Indizes hingegen gut. Die hatten jetzt eine negative Woche. Also am Ende hin war es doch schwächer. Außer Dow Transport, der hat noch mal was draufgelegt. Der ist sowieso schon mega heiß gelaufen. Aber der konnte noch mal eine positive Wochenperformance hinlegen. Aber die April-Performance kann sich sehen lassen. Nasdaq über 6% ordentlich zugelegt. Der Rest um 5%. Small Gaps mit plus 2,5% noch der anderen Performer. Die haben auch übergeordnet eine Mega-Rallye hingelegt. Also April hier bei den US-Indizes doch noch deutlich stärker und auch sehr gut. Aber eben auffällig, dass in dieser starken letzten Woche mit den starken Impulsgebern, eigentlich positiven Impulsgebern, es am Ende dann nur für eine negative Wochenperformance gereicht hat. Und somit verabschiedet man sich jetzt Richtung Mai. Was haben wir hier noch? Ja, Impulsgeber gab es eben auch noch aus Deutschland. BIP Q1-Daten wurden gemeldet. Die waren nicht so gut für Deutschland mit minus 1,7% BIP-Rückgang.
verabschiedet man sich doch deutlich von einer V-Erholung. Auch fast der andere Performer in ganz Europa, sehr schwache Zahlen, deutlich schwächer ausgefallen als befürchtet sogar. Und das Vorkrisenniveau wird jetzt frühestens Mitte 2022 erwartet. Da bewegt man sich erst wieder auf das Niveau vor Covid hin. Und ja, bis dahin steht der DAX vielleicht bei 20.000. Also ist so eine Abkopplung von der Realwirtschaft, passt nicht ganz zusammen. Q4 war ja schon schwach, da ist man in Stagnation entlang gewandert. Jetzt dann nochmal der Rücksetzer, aber das nächste Quartal, ne, nächste halbe Jahr wird es spitze. Was ist, wenn eben nicht alles so euphorisch wird und man doch etwas zurückfällt? Die Märkte haben sehr, sehr, sehr viel eingepreist und vielleicht fehlt deshalb auch ein bisschen die Performance gerade auf der Oberseite, ein bisschen der Schwung. Also Mitte 2022 Vorkrisenniveau für Deutschland, auch die Eurozone. USA hingegen deutlich besser. BIP Q1-Daten nicht minus 1,7%, plus 6,4%. Aber hallo, und auch zu sehen, man hat ja langsam das Vorkrisenniveau erreicht. Man fehlt nicht mehr viel. Spätestens Ende 2021, also in diesem Jahr, sollten die USA das Vorkrisenniveau bereits wieder erreicht haben. Dann hat man quasi Corona ausgebügelt am Arbeitsmarkt noch nicht, da hängt man doch deutlich hinterher. Und das ist eine ganz wichtige Frage, ob hier die Erholung schneller einsetzen wird. Ansonsten ist ja die Gefahr, dass wir jetzt ein starkes Wachstum gesehen haben, angetrieben durch zwei starke Stimulus-Checks, nur Summe 2000 US-Dollar wurden vergeben im vergangenen Quartal, beziehungsweise Ende Dezember, aber ausgegeben wurde es dann erst im Q1. Gab es eben 2000 US-Dollar und deswegen war dieses BIP-Wachstum, dieses sehr starke, im primär angetrieben durch den Konsum auf Pump. Und jetzt müssen, wer Stimulus wird nicht kommen, ne? Noch mehr Geschenke wird es nicht geben, da gibt es Steuererhöhungen und vor allem müssen jetzt diese über 16,5 Millionen US-Amerikaner, historisch hohe Niveau in Zahl, ist das noch, sind auf Arbeitslosenhilfe angewiesen. Die müssen in den Arbeitsmarkt zurück. Ne? Die haben jetzt mit Stimulus-Checks, ja, konnten sie im Konsum ein bisschen auch teilnehmen noch. Am Konsum und dann eben die Konsumwirtschaft USA am Laufen halten. Aber wenn die nicht zurückfinden und es kommt kein neuer Stimulus-Check, ja, dann wird es schwierig mit den nächsten BIP-Daten. Q2, 3, 4 dürfte dann immer weiter abebben. Es wird eine ganz große Aufgabe sein von Jerome Powell, ne, der nicht, Joe Biden, der US-Präsident, dass sich die Sache am Arbeitsmarkt verbessert. Ja, also große Divergenz. Ne? Deutschland ordentlich nach unten gerauscht im BIP Q1, USA nach oben, aber sehr, sehr viel auf Pump, sehr viel einmalig. Und die Frage ist, kann das so gehalten werden? Eher nicht. Die nächsten Zahlen werden nicht mehr so hoch ausfallen. Es gibt nicht mehr diesen großen Stimulus. Und trotz dieser starken BIP-Erholung im Q1, hier mit der Buffett-Indikator, die Marktkapitalisierung zur BIP-Entwicklung USA, also Gesamt-US-Marktkapitalisierung, rot zu sehen, die Linie, und dann BIP-Entwicklung blau zu sehen, seit 1970 knapp. Ja, hier ist eine Divergenz aufgegangen und auch wenn jetzt hier die blaue Linie wieder aufholt auf Vorkrisenniveau, die Marktkapitalisierung ging steiler voran in den letzten Monaten. Man hat ja die Pandemie wirklich nicht nur mit leichten Anstieg gefeiert, man hat sie mit einem steilen Anstieg gefeiert. Es ging wirklich steil nach oben und eigentlich seit der ultralockeren Geldpolitik vor über 10 Jahren geht ja die Divergenz auf und jetzt während der Pandemie starke Rezession, BIP-Rückgang. Der Aktienmärkte steigen steil nach oben. Ja, da haben wir eine leichte Divergenz aufgeschlagen. Über 200% die Ratio Market Cap zur BIP-Entwicklung gab es historisch gesehen so noch nie. Das letzte Rekord war zur 2000. Da gab es auch eine Divergenz Marktkapitalisierung zur BIP-Entwicklung, Dotcom-Bubble. Aber wir haben es mittlerweile weit entfernt. Also diesmal ist die Divergenz viel größer und diesmal sehr euphorisch und natürlich. Diesmal ist es anders und der Bullenmarkt beginnt ja jetzt erst. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt kommt ja die Erholung. Kommt noch oben was draufgesetzt. Puh, mal sehen. Also im historischen Kontext hat man sich eigentlich nie so extrem abkoppeln können, nachhaltig. Mal sehen, ob es diesmal glücken kann. Vor allen Dingen, ja, jetzt da kommt die Erholung, aber kann die BIP-Erholung so steil nach oben gehen? Natürlich nicht. Im Gegenteil, Q2, Q3 werden nicht mehr diese hohen Wachstumsraten haben. Und die Rallye jetzt am Aktienmarkt, kann die noch weiter befeuert werden? Noch weiter aufgehen, diese Frequenz? Also, es ist auf alle Fälle ein Warnsignal. Es ist natürlich ein sehr historisches Bild über die letzten Jahrzehnte, aber es ist, wir bewegen uns auf historisch hohem Niveau. Wir haben vergangene Monate viele Rekorde ausgebildet, historische Rekorde. Und das ist durchaus ein übergeordnetes Bild. Man ist sehr teuer unterwegs, man ist trotzdem euphorisch gestimmt und vor allen Dingen, jetzt kommt ja noch das Beste obendrauf.
Die Grundmischung ist eigentlich, hatte ich schon mehrfach gesagt, dieser euphorische Grundeimer geht in Risiko-Assets hinein und mit Risiko, Margin Debt auf Rekordhöhen, Abkopplung von der Realwirtschaft. Diese Grundmischung, historisch gesehen, führte das immer zu einer starken Korrektur, manchmal auch zu starken Bärenmärkten. Mal sehen, ob es das wirklich so weitergehen kann, dass die Aktienmärkte dieses Tempo fortsetzen können. Vermutlich nicht. Im besten Fall konsolidieren sie volatil seitwärts, aber diese große aufgeklappte Divergenz muss irgendwann einfach wieder abgebaut werden. Und was bietet sich an? Wenn eben die ganzen Stimulus, fiskaler Stimulus, monetärer Stimulus, das fällt jetzt alles weg. Fiskal kommt nicht mehr. Man spricht schon von Steuererhöhungen. Man ignoriert das gänzliche Risiko, aber man spricht von Steuererhöhungen aktuell. Und auch wenn die Notenbanken Beruhigungspillen verteilen, das Wort Tapering wird in diesem Jahr noch in die Tat umgesetzt. Und da hat man ganz schlechte Erfahrungen gesammelt 2018, auch wenn Jerome Powell gesagt hat, wir haben so gute Erfahrungen mit Tapering gemacht. Ich zeige euch gleich im Shortbild, wie gut die Erfahrungen damals waren. Also, eigentlich das Risiko sieht man nicht, aber es kommt einiges auf uns zu, was nicht unbedingt pro Aktienmarkt ist. Also nochmal die Buffett-Indikator, Marktkapitalisierung zur BIP-Entwicklung auf historisch hohem Niveau. Die Dotcom-Bubble war dann wirst du ein kleiner Vorläufer sozusagen. Ja, was auch kombinierte Marktkapitalisierung auch nochmal gesagt, der Big Techs hier, Apple, Microsoft, Amazon, Google mit 7,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung kombiniert, also höher als BIP sämtlicher Länder mit Ausnahme von China und USA. Eigentlich müssten die Big Techs einen Antrag stellen, bei der G7 aufgenommen zu werden. Also unglaublich, aber auch zu sehen, dass die großen, in die Billionenbereich, alles erst in den letzten wenigen Jahren passiert ist. Das ist großer Pandemiegewinner. Und die Frage ist, ja, wir haben jetzt sehr rekordhohe Zahlen gesehen, Zahlen, die wir wahrscheinlich nie wiedersehen, weil die werden nicht einbrechen, sonst wohin, aber sie werden eben nicht mehr getoppt werden können. Deswegen hat man jetzt vielleicht auch nicht mehr so positiv reagiert auf diese Rekordzahlen, sondern doch mit Zurückhaltung. Es ist verdammt viel eingepreist in diesen schäumigen Markt, um es mal mit Jerome Pauls Worten zu sagen. Auffällig aber diese Billionenbewertung jetzt bei den Big Techs und höchst marktkapitalisierten Unternehmen der Welt. Wir haben ja noch Risikoassets. Das soll ja auch erwähnt sein. Diese passt ja auch in diesem Gesamtbild hinein, wie Kryptos. Die haben andere kombiniert, sind die auch schon im Billionenbereich angekommen, wo der Mehrwert durchaus zu hinterfragen ist. Apple, Amazon erzeugen ja durchaus einen Wert. Was erzeugt denn Dogecoin? Nicht viel, aber die sind auch Billionenbewertungen. Unglaublich eigentlich, aber das passt zum euphorischen Bild auch. Und das ist vielleicht der Punkt, hatte man am Freitag auch, ne? Jerome Powell, sehr zurückhaltend geäußert, Fed-Chef muss er das auch, aber auf Nachfrage, eben historische Bewertung, schäumt auf der Markt. Wir hatten jetzt Regionalpräsident Dallas von der Fed, Kaplan, der sowieso etwas deutlichere Worte gerne wählt, aber eben keine Mehrheit hat im Rat. Aktuell noch gar nicht stimmberechtigt ist, aber der hat sehr deutlich gesprochen, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen jetzt tapern, wir sehen Exzesse an den Märkten, das nimmt kein gutes Ende. Das sind sehr deutliche Worte und dann kann man sich schon vorstellen, okay, vielleicht sind die Diskussionen im Notenbankrat alles andere als friedlich. Und bei der EZB, da sind diese Stimmen sogar noch deutlich stärker und das wird eine ganz spannende nächste Sitzung werden. Also das jetzt hier. Wir kriegen mehr Stimulus fiskal, wir kriegen mehr monetäres Stimulus. Davon muss man sich verabschieden. Dieses große Gesamtpaket mit wirtschaftlicher Erholung, euphorischer Stimmung, angetrieben durch viele Stimulusprogramme, ob nun monetär oder fiskal, das fällt weg. Das fällt einfach weg in Zukunft. Im Gegenteil, es kann sein, dass Liquidität abgezogen wird und das tut dem Markt nicht gut. Die nächsten Monate wird es keine großen Überraschungen in diesem Bereich geben, eher negative. Dieses Bildchen mit den kleinen Exzessen eben und auch, ja, auch kurzfristig soll es erwähnt sein, 95% aller Werte im S&P 500 bewegen sich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Auf diesen langen Zeitraum gab es das auch noch nie in der Historie, auch wieder ein historischer Rekord. Und das ist aber auch ein Punkt. Das andere ist ja erst der Buffett-Indikator, das ist ein großes Bild. Wir sind verdammt teuer unterwegs, fraglich, ob man hier noch jetzt investieren sollte. Wahrscheinlich sind ja schon sehr viele hoch investiert. Jetzt aber das kurzfristige Bild, wo jetzt 95% aller Werte über dem 200-Tage-Durchschnitt liegen, über so einen längeren Zeitraum,
Über einen solchen langen Zeitraum gab es das noch nie. Das ist ein kurzfristiges Bild, das man auch kurzfristig überhitzt ist. Also eigentlich würde es sich auch anbieten, zur Saisonalität jetzt mal ein bisschen verschnaufen und mal ein bisschen die Luft herausnehmen, die heiße Luft, sonst träumen wir ja immer mehr. Um bei diesen Worten zu bleiben. Kommen wir auch noch etwas zurück zur Politik. Wie gesagt, man sieht das Risiko nicht. Man sieht nirgendwo aktuell Risiko. Man hat ja eine euphorische Grundstimmung. Und Joe Biden auch nicht schlecht. Eigentlich hat ja Donald Trump gesagt, wenn ihr Joe Biden wählt, die Wall Street erlebt den größten Crash seit bla bla bla. Jetzt sehen wir, die 100-Tage-Performance ist Joe Biden auf dem vierten Platz vorgerückt, obwohl er eigentlich schon auf historisch hohem Niveau die Aktienmärkte quasi übernommen hat. Vierten Platz vorgerückt, beste Performance seit 1960. Donald Trump selbst getoppt. Ja, Joe Biden, Freund der Wall Street. Ja, ich weiß nicht, aber das Risiko sieht man eben nicht. Für mich sehr auffällig, hat er nur seine 100 Tage durch, hat seine erste Rede im Kongress gehalten, einer seiner ersten Sätze. Die Wall Street hat die USA nicht aufgebaut. Es ist Zeit für die Superreichen und für die Unternehmen, ihren fairen Beitrag zu leisten. Gottes Willen, das hätte Donald Trump nie gesagt. Ne? Also, und trotzdem wird er hier gefeiert an der Börse noch. No risk, no fun. Ne? Und dass er jetzt eigentlich keinen Welpenschutz gibt vor den seinen 100 Tagen, sondern jetzt schon sich so offensiv äußert. Und jetzt der Wall Street an den Kragen gehen wir an den Superreichen, die natürlich auch stark in den Märkten investiert sind, die ihr natürlich profitiert. Er hat ja kein, hat er nicht Unrecht. Ne? Also wir haben jetzt das mehrfach gezeigt. Billionärsindex von Bloomberg, die hatten ihr bestes Jahr, die Superreichen, die Milliardäre, seit Beginn dieses Index. Kommen sie groß profitiert, weil sie empfehlen, die Märkte anlegen können, weil sie großen Aktien investiert sind oder eben solche Tesla, Elon Musk, der natürlich durch die Rallye extrem Superreichen aufgestiegen, auf Platz 1 aufgestiegen ist. Die konnten ihre ganz große Performance hinlegen und zugleich die USA-Armutsquote auf dem höchsten Stand seit 60 Jahren. Also hier ist das Gap mega aufgegangen zwischen Arm und Reich und da hat Joe Biden durchaus recht und jetzt der faire Beitrag muss geleistet werden von den Unternehmen. Es gibt ja schon erste Steuererhöhungsdiskussionen, aber dass er jetzt hier mit der Superperformance steht, obwohl er schon so direkt spricht, vor seinen ersten 100 Tagen, bevor sie komplett waren, schon solche direkten Worte findet, kein Welpenschutz. Also da kann durchaus von politischer Seite was nachkommen, ne? Dass jetzt Steuererhöhungen durchaus kommen oder auch Steuererhöhungen, die speziell auf die Wall Street ausgerichtet sind oder eben auf die Unternehmen, was aktuell einfach nicht gesehen wird. Aber diese direkten Worte so früh gewählt, meine Augen auffällig. Joe Biden ist kein Donald Trump, der genau auf die Wall Street schaut, auf den Performance vom Dow Jones. Das ist ihm relativ wurscht. Er hat, glaube ich, noch nie so einen Tweet abgelassen. Donald Trump kam das täglich vor und täglich hat er sich fallen lassen für irgendeinen Anstieg. Diesen Vergleich kann man nicht mehr ziehen. Joe Biden wird vermutlich kein Freund der Wall Street sein. Und es kann gut sein, dass man hier zu viel einpreist, zu viel Goodwill einpreist. Ja, es kann sein, dass hier von politischer Seite Druck aufkommen wird, ob es eine Steuererhöhung sind oder vielleicht sogar ein Angriff auf die Big Techs, dass die vielleicht zerschlagen werden. Da gab es immer wieder Wortmeldungen. Also man sollte aufpassen, von politischer Seite fällt die Deckung auch weg. Ne? Wir hatten, das ist eigentlich die ganze Mischung, zieht sich durch. Ne? Fiskaler Stimulus, monetärer Stimulus, wird alles zurückgefahren, beziehungsweise sogar umgekehrt, wenn wir monetär schauen. Und auch die Stütze von der Politik, Donald Trump war sehr pro Wall Street ausgerichtet, das könnte eben jetzt auch wegfallen. Aber wir sehen kein Risiko. Bis jetzt kommt ja die beste aller Welten noch. Also diese Gemengelage, es ist historisch gesehen keine gute Mischung. Ne? Es kann sein, dass wir nächsten Monat nochmal draufpacken. Aber historisch gesehen sind wir doch auf sehr hohem Niveau unterwegs. Und gerade die Kombination aus allen Punkten, die ich euch genannt habe, war nie ein guter Begleiter. Immer der Hinweis, dass es mal stärkere Verwerfungen geben wird und vermutlich auch nicht mehr viele Jahre hin, sondern eher deutlich kürzere Zeitebene. Wir schauen mal hier auf die Impulsgeber der nächsten Woche noch, Termine der nächsten Woche. Da muss ich selbst rüberschauen. Ja, wir haben die Einkaufsmanager-Indizes in ihrem endgültigen Fassung. Wahrscheinlich nicht ganz große Bringer. Wir haben die Handelsbilanzen, die sind interessant. Wir haben US-Arbeitsmarktbericht, den gibt es Freitag. Der ist rege. Hier muss es deutliche Verbesserungen geben. Ansonsten schon ein Zeichen, dass eben der Konsumwirtschaft USA, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch interessant vielleicht China-Handelsbilanz wird aktuell auch nicht gesehen. Risiko gibt es nicht. China aber zuletzt
auffällt. Sie sind erst sehr schnell aus der Krise herausgekommen, starkes Wachstum. Aber die letzten Daten, alles die Frühindikatoren, ne, da ist durchaus eine abnehmende Dynamik zu erkennen, die eigentlich schon ein bisschen weiter sind als wir. Ja. Sieht es so aus, dass hier die Dynamik, Wachstumsdynamik doch zurückgeht. Und ja, das ist ein Hinweis, dass vielleicht Rekordwachstum, Rekordquartal USA, das sind die nächsten Quartale nicht so gut sein werden. Aber wird aktuell auch nicht gesehen, dass China hier schon wieder etwas an Dynamik verliert. Bitte kein Risiko in unserer euphorischen Grundstimmung. Aber im Fokus Handelsbilanzen, China auch so ein Risikofaktor. Interessant und natürlich dann der US-Arbeitsmarktbericht als Impulsgeber. Termine gibt es natürlich auf tradingportal.net zum Nachschauen. Okay, das sollte die kleine Einleitung gewesen sein. Es war eine interessante Handelswoche, viele starke Impulsgeber. Trotzdem konnte der Markt nicht mehr profitieren. Eine Auffälligkeit. Mal sehen, ob es für Sell-in-May reichen kann. Schauen wir uns jetzt gleich an. Wir beginnen mal am Montag, nicht zu vergessen. Jerome Powell hat eine Rede. Also kann sein, dass er Montag erstmal wieder die Märkte etwas stabilisieren möchte. Wir gehen jetzt aber hinein in die Shortbildung. Ganz kurz noch die Performance, April-Performance zusammengefasst. Ich hatte es ja schon gesagt, die US-Indizes sehr stark gelaufen. Nasdaq Outperformer über 6% und der DAX war diesmal Underperformer, der hat noch nicht mal 1% hinbekommen, knapp darunter. Aber er war dafür in dem Vormonat, der war im März, was waren es, 8-9%. Nahezu ein Rekordmonat war eher der Outperformer. Jetzt letztendlich hat sich das wieder etwas angepasst. Und so gehen wir jetzt in den Mai hinein. Mal sehen, ob die schwache Saisonalität dort greifen kann. Also US-Indizes noch einen guten Monatsabschluss gefunden. Sehr guten Monatsabschluss. Der DAX doch schon eingetrübt in den Monatsabschluss hinein. Aber alle Indizes hatten gerade Schwäche in der letzten Handelswoche, quasi in der letzten Aprilwoche mussten sie dann hergeben. Übergeordnete Bild, ganz kurz nur gezeigt, zeige ich euch ja jede Woche. Übergeordnete Bild seit 1990, DAX sowieso Underperformer, ganz große Outperformer sind weiterhin die Wachstumswerte, Tech, Nasdaq 100, riesiges Gap, historisch hohes Gap aufgeschlagen. Es gab es mal ähnlich, aber auf kleinerem Niveau zur Dotcom-Bubble, hier zur Finanzkrise auch etwas auffällig. Es gab dann immer mit dem nächsten Bärenmarkt gab es nahezu eine Anpassung wieder zum breiten Markt. Da hat man dieses Gap geschlossen, bevor es wieder aufging. Jetzt hier, seit dem Beginn der QE-Programme, ultralockeren Geldpolitik, nennen wir es mal die Notenbankhosse, ist dieses Gap wieder auf historisch hohem Niveau aufgekommen. Das ist das Fragezeichen dahinter. Ist natürlich wieder ein ganz großes Bild. Seit 1990 wird es wieder eine Schließung geben. Dann müsste im Wachstumsbereich, im Tech-Bereich wirklich richtige Verwerfungen müssten da entstehen. Aber wir haben eben hochkapitalisierte Unternehmen dort, also die Big Techs, die haben 25% vom S&P 500, übernehmen die allein von der Marktkapitalisierung ein. Und wenn dort was passiert, dann ist schnell Bewegung drin. Und vielleicht der politische Impuls, der aktuell gar nicht gesehen wird, Joe Biden, beste Jahr seit 1960, obwohl der sehr, sehr kontra für die Wall Street spricht. Das heißt drum, das muss man positiv sehen. Vielleicht kommt der politische Impuls, vielleicht wirklich Verschlagungsdiskussionen für einige großen Tech-Konzerne, könnte hier ganz schnell auch Bewegung reimen. Also die Differenz historisch hoch. In der Vergangenheit wurde sie immer geschlossen, diese starken Differenzen. Mal sehen, vielleicht ist diesmal alles anders, vielleicht aber eben genau nicht. Und es wird wieder dieses Gap-Close geben. Kann ja auch in der Mitte irgendwo stattfinden. Aber es würde heißen, die Wachstumstitel sind irgendwann, vielleicht haben sie ihre beste Zeit schon gesehen. Vielleicht ausgerechnet mit diesen Rekordzahlen, die wir jetzt gesehen haben in der vergangenen Woche. Wir gehen noch mal hinein. Mai, sell away and go away heißt es doch so schön. Und nicht vergessen, bitte zurückkommen im September. Das ist eine der größten Börsenweisheiten. Viel diskutiert. Was trifft denn zu? Ist das überhaupt was Wahrhaftiges? Ich schaue hier auf den DAX seit 2005. Da habe ich euch diese Phasen Mai bis September mal eingezeichnet. Und fast immer ist diese Phase Mai bis September die Phase, wo es den stärksten Rücksetzer im Jahresverlauf gibt. Und nicht zu vergessen, ist dieser Zeitraum hier. Wir hatten hier die Rekordhosse, ne? Die Rekordhosse, Notenbankhosse, eigentlich keine bärische Zeit, ne? Immer nur starker Anstieg. Und trotzdem gab es in dieser Zeit eben durchaus signifikante Rücksetzer. Im Durchschnitt locker 10%, manche waren es mal 30%, hier waren es mal 20%, hier nur 10%, hier waren es mal 7,5%, hier 8%, hier waren es 10%. Also fast immer gab es dort einen starken Rücksetzer.
häufig davon sogar der stärkste Rücksetzer des Jahres. Eine große Ausnahme, ja, das war das Pandemiejahr 2020. Hier gab es einen Anstieg von plus 22%. Hat man natürlich den starken Rücksetzer, aber trotzdem extrem gefeiert. Beste aller Welten, fast hier hoch zum Allzeithoch gelaufen beim DAX. Danach ging es natürlich noch direkt weiter. Eine Mega-Rallye hingelegt letztendlich in den letzten 13 Monaten. Nun stehen wir hier oben. Es beginnt die Phase Zellennähe. Wieder wie 2020 kommt noch mal eins drauf Richtung 20.000 oder kommt es eine schwache Zeit und das Muster der letzten Jahre hat vielleicht wieder bestanden. Wir sehen jetzt den stärksten Jahresrücksetzer. Ähnliches Muster hier rein, könnte man ja durchaus 13.000 reinfallen, vielleicht sogar 12.000er Bereich, wenn dieses so der durchschnittliche Performance der letzten 15 Jahre Bestand haben würde und es eben die saisonal schwache Zeit über die Sommermonate bis September, wenn diese einsetzt, könnte man hier eben durchaus diesem Rücksetzer sehen, wäre vielleicht eine Einladung, dieser doch starke Rallye mal etwas zu verschnaufen. Es muss kein Weltuntergang sein. Gab es hier in der Hosse aber auch nicht, aber es gab eben den Rücksatz. Es gab den Haken, der wurde dann im September Richtung Jahresendrallye wieder komplett aufgekauft. Aber in dieser schwachen Zeit gab es eben diesen Rücksatz und dieses Fragezeichen steht jetzt hier häufig. Passt Zellennähe? Gibt es viele kontroverse Diskussionen, aber ich habe es eben mal für den DAX, ich habe es auch mal für die letzten 30 Jahre gemacht, sieht die Grafik ganz ähnlich aus, wird bloß erkennt man nur irgendwann nichts mehr. Deswegen auf die 15 Jahre herangezoomt. Große Ausnahme war das Pandemiejahr vor einem Jahr. Also ist los. Da gab es die große Plusperform. Ansonsten passt es durchaus. In diese Zeit gehen wir jetzt hinein, aber das gehört auch dazu. Der 1. Mai, also beziehungsweise jetzt am 3. geht es für uns an der Börse wieder los, ist nicht direkt der Schwächebeginn. Meistens beginnt die Schwäche dann erst Ende Mai. Und die läuft dann durchaus bis in den September. Mal sehen. Wir werden es sehen. Schauen wir uns natürlich dann stets weiter an. Aber durchaus das historische Bild belegt, dass es gerne einen Rücksetzer gab in dieser Phase. Gerne auch einen starken. Wir gehen ganz kurz zum US-Markt. Detailliert gibt es die dann wieder auf tradingportal.net. Premium, S&P 500, übergeordnete Bild. Hatte ich euch schon gezeigt. Ja, Corona, Vor-Corona-Peak, Corona-Tiefpunkt. Und eben das 161,8er Retracement, was wir angelaufen haben vor 2 Wochen. Dort notieren wir jetzt immer noch eine relativ schwache Wochenkerze ausgebildet. Und das 161,8er Retracement 4136. Ich denke, das wird weiter umkämpft sein. Das ist eine Zone, eine übergeordnete Zielzone. Dort kommt man an, kann man kurz überschießen, konsolidiert eventuell seitwärts. Oder eben man holt auch mal Luft und korrigiert auch mal. Es würde sich wirklich anbieten, dass man hier mal verschnaufen wird. Und wir bisher setzen wir uns nicht richtig ab. Und ich glaube durchaus, dass wir hier in diesem Bereich uns länger aufhalten werden und jetzt hier nicht nach oben weiter schießen können. Test hier des 127,2er Retracement. Damit haben wir uns auch viele Wochen aufgehalten. Erst 4-5 Wochen auf der Unterseite, dann nochmal 4-5 Wochen auf der Oberseite, bevor es dann eine neue Richtung gab. Ja, jetzt sind wir hier wieder angekommen, können es nicht wirklich lösen. Ich glaube, hier wird sich die Frage stellen, konsolidieren wir seitwärts? Das wäre super bullisch. Oder sehen wir erstmal den Rücksetz? Aber vermutlich ist hier die Dynamik erstmal weiter raus. Wir konnten ja in der vergangenen Woche auch nicht mehr so richtig profitieren, obwohl man nochmal Stütze kriegt von den Notenbanken, obwohl die großen Zahlen der Tech-Konzerne nochmal sehr überzeugt haben. Die werden weiterhin gut ausfallen, aber sie werden eben dieses extreme Niveau nicht mehr halten können. Also das ist schon die beste aller Welten. Und die Frage ist, ob man die besten aller Welten dann nochmal, ob man da noch einen Puls auf der Oberseite setzen kann. Also hier diesen Bereich S&P 500 haben eine Zone erreicht. Man könnte hier durchaus verschnaufen und vielleicht sind wir genau in dieser Verschnaufpause schon drin. Wir wissen es nur noch nicht, weil ja gerade der Gipfel ausgebildet wird. S&P 500 übergeordnet. Übergeordnet auch der Dow Jones Transport Index, wo auch die viele Airlines drin sind, die ja absoluter Krisengewinner sind. Die werden ja, wenn sie Glück haben, Vorkrisenniveau 2024 erreichen. Aber sei es drum, Allzeithoch um Allzeithoch. Beste aller Welten. Dow Transport hier seit quasi Beginn der sämtlichen QE-Programme so ein Aufwärtstrendkanal zu sehen. Sehr, sehr steil. Seit dem März-Tiefpunkt 2020 138% nach oben für so einen Index ist das sehr ordentlich. Gelb zu sehen, die 200-Tage-Linie, die eigentlich immer regelmäßig angelaufen wird innerhalb von Konsolidierungen.
Ja, wo steht sie jetzt hier? Und wir sind steil hochgelaufen. Abstand zur 200-Tage-Linie ist über 20%. Das ist auch schon historisch hohes Niveau. Normalerweise wird dann solche Marken wieder angelaufen. Die werden einfach wieder regelmäßig angelaufen. Der letzte Test ist wirklich schon lange her. Es war im Frühsommer 2020. Und normalerweise, wie gesagt, immer mal wieder anlaufen, testen, ob nun von Ober- oder Unterseite. Das wird auch diesmal wieder passieren, auch wenn wir steil laufen und 20% nach unten, das wäre schon ordentlich. Im idealen Fall sehen wir erstmal eine lange Seitwärtskonsolidierung, damit eben die 200-Tage-Linie etwas aufholen wird, damit die Korrektur nicht zu stark wird. Aber jetzt ein steiler Rücksetzer, der dürfte dann eben durchaus dann auch direkte Verwerfung mit sich bringen, weil 20% runter direkt, das wäre schon sehr ordentlich. Es hätte ja schon fast Crash-Charakter und trotzdem wäre man dann erst an der 200-Tage-Linie angekommen. Da wäre übergeordnet noch gar nichts passiert. So überdehnt ist man mittlerweile. Also Dow Jones Transport kurzfristig durchaus überdehnt mit den großen Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt 138% in den letzten 13 Monaten. Und trotzdem hier oben gut zu sehen, die Trendkanaloberkante, die haben wir noch nicht ganz erreicht. Vielleicht kann man da noch ein paar Prozente holen, bevor hier eine Konsolidierung, vielleicht auch eine Korrektur droht. Also Dow Transport, wo auch viele Airlines drin sind, wirklich mit einer gigantischen Rallye. Auch der einzige Index, US-Index, der in der vergangenen Woche eine positive Performance hinlegen konnte. Ja, warum auch nicht? Der hat ja noch schließlich viel, viel Luft und da ist er noch nicht so gut gelaufen. Also das kurzfristige Bild auch durchaus. Man ist überhitzt. Um es mit Jeromes Worten zu sagen, man schäumt etwas auf. Wir gehen auch mal ins ganz große Bild hinein. Nasdaq-Jahresstart. Bleibt man gleich mal bei Jerome, also Fed-Chef Powell. Seit 1990, jede Kerze ein Jahr, hier war die Dotcom-Bubble auch zu sehen, Euphorie. Hier war dann die Euphoriephase, ging nur noch steil nach oben. Jetzt beginnt die beste aller Welten. Eine Hosse stirbt in der Euphorie und nicht in der Depression. Die stirbt in der Euphorie und danach sackte man ab. Da hat man drei rote Jahreskerzen gesehen. Und dann hier ging es wieder hoch. Hier hatte man mal die Finanzkrise, um das mal ein bisschen hier mit System zu zeigen. Und dann begann eben die Notenbank-Hosse. Dann gab es hier den Bärenmarkt, das ist ja eine aktuelle Diskussion, das war hier der Bärenmarkt zur Pandemie, das ist das Pandemiejahr 2020 und jetzt beginnt der neue Bullenmarkt. Oder man sagt, der Bullenmarkt läuft durch. Ja, der läuft gerade beim Tech-Bereich, würde ich sagen, der Bullenmarkt läuft unvermindert weiter. Wir haben keinen Bärenmarkt gesehen. Dann haben wir eine Korrektur gesehen, sofort aufgekauft. Nasdaq war noch sehr untergeordnet. Aber seitdem haben wir eigentlich verdammt viele grüne in dieser Hosse, in dieser historischen Hosse, verdammt viele grüne Jahreskerzen ausgebildet. Mehr als zur Dotcom-Bubble. Und jetzt geht es erst richtig los. Eine Auffälligkeit haben wir. Hier haben wir eine rote Kerze 2018. Man hätte ja gedacht, vielleicht das Pandemie, ja? Nein, das war eine mega grüne Kerze. Aber 2018 hatten wir eine rote Jahreskerze und da, warum? Gab es da schlechte Tech-Zahlen? Nee, im Gegenteil. Die sind in der Regel gut. Ja, ist viel Fantasie mit dabei. Da gab es das Problem mit der Liquidität, mit der Notenbank, wo wir jetzt stehen. Da kam Jerome Powell, hat den Fed-Chef übernommen und ja, damals hat es sich noch ganz anders geäußert. Ne? Man sagt, oh Gott, wir können das nicht endlos fortführen. Es kann bringt Risiko mit sich, auch die Verschuldung. Das ist alles nicht nachhaltig. Wir sollten uns Sorgen machen, hat ja auch Janet Yellen, jetzt Finanzministerin. Niemand sollte mehr ruhig schlafen. Vor Jahren gesagt, wenn man die Staatsverschuldung sieht. Jetzt selbst an der Macht, alles ist anders, das muss man neu bewerten. So ist es dann, wenn man plötzlich auf dem Chefstuhl sitzt. Und hier irgendwie dann durchmanövrieren möchte, dann hat man eine ganz andere Wortwahl. Aber kommen wir zurück zu 2018. Er ist Fed-Chef geworden. Wir müssen die Geldpolitik normalisieren. Tapering. Hat er jetzt haben gute Erfahrungen gemacht, hat er im vergangenen Monat gesagt. Hier hat man mit Tapering begonnen, mit der guten Erfahrung. Die Zinsen haben wir mal angehoben. Wir haben die Anleihenkäufer zurückgefahren. Dann wurde die Bilanzsumme ganz leichten Haken nach unten, gar nicht viel, dann geht ja eigentlich nur steil. Wenn du jetzt hast du einen ganz leichten Haken nach unten, bekommst sofort Verwerfung im Aktienmarkt, dann hat man Verwerfung am Repo-Markt. Also ganz wenige Monate hat man das durchgezogen und dann, obwohl man Vollbeschäftigung hatte, obwohl man Wachstum hatte, man sagt jetzt, wir müssen schauen bei Vollbeschäftigung und dann können wir beginnen hier wieder mit der Straffung der Geldpolitik. Wer glaubt, wird selig. Damals hatte man das ja alles, Vollbeschäftigung, Wachstum und trotzdem musste man dann gegensteuern, weil Tapering total versagt hat. Man hat die Anleihenkäufe wieder begonnen, QE wieder gestartet, man hat die Zinsen gesenkt,
provisorisch, hat man es gesagt, kam total in Argumentationsnot, weil eben Rückfuhr der Liquidität sofort zu Verwerfungen geführt hat. Die einzige rote Jahreskerze, da war die Pandemie dunkelgrün, die einzige rote Jahreskerze gab es, als die Geldpolitik man versucht hat. Es war nicht mehr ernsthaft, man hat versucht, die Geldpolitik zu normalisieren, Tapering, Anleihekäufe zurückfahren, Zinserhöhung, komplett gescheitert, innerhalb wenigen Monaten gescheitert, obwohl die Wirtschaft lief, obwohl man Vollbeschäftigung hatte, musste man die Zinsen senken, man musste QE wieder starten. Und jetzt, ja, wir haben ja gute Erfahrungen mit Tapering, das wird schon klappen. Ja. Denen ist Angst und Bange, deswegen schieben sie die ruhige Kugel. Das klappt eben nicht. Der Markt braucht endlos Liquidität. Das Problem diesmal nur, damals konnte man reagieren. Man hat ja eine gute Ausgangslage gehabt. Man konnte die Zinsen wieder senken, man konnte die QE-Programm wieder starten. Diesmal haben wir ein Problem. Die Inflation sitzt im Nacken. Die Inflation hat jetzt schon das Notenbankziel eigentlich erreicht und vermutlich wird es auch das überspringen in den nächsten Monaten. Also man hat nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, wir müssen jetzt wieder QE starten, wir müssen jetzt die Zinsen negativen Preis. Kann man so nicht sagen. Wenn man jetzt eigentlich Preisstabilität sorgen muss, man muss die Inflation bekämpfen. Man kann diesen Weg wie 2018, die Rückkehr, sagen, jetzt okay, hat nicht geklappt mit dem Tapering, jetzt machen wir schnell wieder weiter. Druckt wieder los, Jerome, hol die Druckerpresse. Der druckt halt digital, aber er druckt. So konnte man 2018, die einzige rote Jahr innerhalb der Hose, konnte man dort gegensteuern. Diesmal hat man Inflation im Nacken. Inflationsziel wird erreicht, wird wahrscheinlich überschossen. Und wenn wir jetzt mit dem Tapering beginnen, es führt zu Marktverwerfen, kann man nicht sagen, QE müssen wir jetzt wieder beginnen. Nein, man muss auf die Preisstabilität schauen, man kann nicht mehr agieren. Und wehe, 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 die Inflation bleibt oben, die Inflation steigt weiter. Das wäre absolute Worst Case, das wäre Crash-Szenario für die Aktienmärkte, wenn ihr weiter gestraft werden muss, obwohl es eigentlich absolut nicht zu verkraften wäre für den Markt, auch Staatsverschuldung, etc. Das Thema wollen wir gar nicht anfangen. Die Notenbanker müssen hoffen und beten, dass wirklich bloß temporär ist der Inflationsanstieg und man wieder zurückfällt. Unter das Inflationsziel der Notenbanken. Oberhalb bleiben, ganz schlecht. Noch beschleunigen auf der Oberseite, um Gottes Willen. Also das wäre absolute Worst Case für die Aktienmärkte und auch für die Unternehmen natürlich und auch für die Staaten. Die Anleihenrenditen würden nach oben schießen. Ne? Die Finanzierungsbedingungen, die Züge, das Lieblingswort der Notenbanker, würden weiter sich verschlechtern und das bei einem so hohen Schuldenstand wäre das existenzbedrohend. Also alle hoffen, und Jerome Powell hofft ganz tolle, dass die Inflation wirklich nur temporär überschießt und man danach wieder unter 2% zurückfällt. Alles oberhalb klappt nicht. Und vor allen Dingen hat man keinen Exit-Plan mehr wie 2018. Also das ist eine ganz interessante Mischung, sollte man wissen, für die Aktienmärkte, ob jetzt BIP minus 1,7% und DAX doch egal, aber die nächsten 1000 Punkte. Schlecht ist, wenn die Liquidität abgezogen wird. Diese Hosse ist liquiditätsgetrieben. Diese Exzesse, extreme Abkopplung von Realwirtschaft, Market Cap, so BIP-Entwicklung, alles liquiditätsgetrieben. Wenn Liquidität abgezogen wird, führt dies zu Verwerfung. Wir haben es einmal gesehen innerhalb die USA hat es probiert, Jerome Powell hat es ernsthaft probiert, also angetreten, um die Geldpolitik zu normalisieren, mittlerweile ganz vergessen. Er hat es probiert, er ist fulminant gescheitert, aber er hat einen Exitplan, konnte er umsetzen, weil die Inflation niedrig war. Diesmal würde es nicht klappen, wenn die Inflation überschießt und auf der Oberseite hoch bleibt. Das ist eine absolute Warnung, wäre das, wenn wir mit einem Tapering beginnen, das geht nicht gut und die Inflation steht sehr weit oben, dann viel Erfolg. Aber Jerome Powell, hatte nur noch ein paar Monate, knapp ein Jahr. Dann ist er nicht mal Fettschäft. Er hofft, so lange durchzuhalten, aber es wird vermutlich nicht einfach, denn ich gehe davon aus, dass das Tapering in diesem Jahr bereits beginnen wird, auch wenn er sich ganz anders äußert. Aber die hohe Inflation wird ihn dazu zwingen und dann mal schauen, ob die Erfahrungen wirklich so gut waren 2018, das mit dem Tapering, denn damals musste man komplett gegensteuern, den besten aller Welten. Sei kurz das Bild gewesen, ein paar Jahre zurück, aber wir haben ja schon das probiert, wo wir jetzt davor stehen. Na, die Diskussion Tapering hatten wir alle schon, diesen Versuch der Normalisierung der Geldpolitik. Er scheiterte fulminant, aber man hatte den Exitplan. Diesmal nicht. Jetzt gehen wir ab zum DAX, DAX-Kursindex. Ich rede schon viel zu viel. Das wird wieder so lang, das Video. Es tut mir leid, aber es gibt Kapitelmarken. DAX-Kursindex ist interessant hier im Monatschart. Wir hatten die Verbindungslinie der Allzeithochpunkte hier. Wir hatten die
abwärtige Trendlinie, die hatten wir übersprungen im April, das waren die 9% April, übersprungen, oberhalb reingekommen und direkt hier diesen Cluster ausgebildet, hier zu den Verbindungslinien der letzten Allzeithochpunkt 2018, 2015. Und hier ist die Monatskerze. Meine Güte, was sehen wir hier? Ist Monatskerze, sind kurz rüber gesprungen über die Verbindungslinie und zurückgefallen und Schluss auf Monatstief im DAX-Kursindex. Das ist ein Grabstein-Doji. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Einladung für die Bären, die Saisonalität eigentlich relativ pünktlich zu beginnen. Also der DAX-Kursindex, Ex-Dividende, eine schlechtere Performance als der Performance-Index, den man natürlich viel lieber zeigt. Wenn man nur den DAX-Kursindex zeigen würde, würde der DAX auf dem Niveau vom Jahr 2000 notieren. So schlecht ist die alleinige Aktienperformance. Und hier im Monatschart mit der aktuellen Monatskerze, die Monatskerze April, die jetzt den Weg weist in den Mai, eigentlich ein Warnsignal. Ne? Also Ausbruch gesehen, Fehlausbruch über die Verbindungslinie, Schluss auf Monatstief per Grabstein-Doji. Es ist eigentlich die Einladung, mal etwas hier zu verschnaufen. Es muss ja nicht die Mega-Umkehr sein, ein riesiger Rücksetzer. 61,8er-Retrace, man wäre hier unten, das wäre mal eine richtige Korrektur. Aber es wird ja schon reichen, wenn man die Trendlinie anlaufen würde, mal ein bisschen heiße Luft rauszunehmen. Die Einladung wäre zumindest ausgesprochen mit dieser Kerze, die man ausgebildet hat auf Monatssicht, dass man die Saisonalität nutzen möchte. Aber, das sei auch gesagt, so eine Umkehr, erste schwache Tageskerze, Monatskerze, Tageskerze natürlich ganz genauso, muss nicht gleich komplette Umkehr sein. Es kann eine Gipfelphase sein, die hier entsteht. Hier sehen wir ja auch immer mehrere, haben auch eine schwache Monatskerze ausgebildet, aber trotzdem haben wir dann im nächsten Monat nochmal knapp einen Hochpunkt geholt und dann kam der Abverkauf. Auch hier, also ein Gipfel kann mehrere Monatskerzen oder mehrere Kerzen allgemein eben beinhaltet. Es muss nicht gleich mit der ersten Kerze sein, dass hier die große Umkehr kommt, aber es ist ein früher Indiz, dass die Bäume auf der Oberseite anscheinend nicht mehr in den Himmel wachsen. Man kann hier auch noch mal kurz einen Hochpunkt geholt, aber es waren nur noch ganz wenige Punkte und dann folgte der Rücksetzer. Mal sehen, die Verbindungslinie auf alle Fälle, erster wichtige Widerstand im nächsten Monat. Wenn man da drüber kommt, kann man auch noch mal das Vormonatshoch erreichen, aber es sieht danach aus, dass der Schwung der Rallye eben jetzt etwas abebbt. War ja im US-Mock dann auch zu sehen, wir hatten die vielen positiven Impulsgeber, die nicht mehr aufgegriffen wurden. Da ist anscheinend sehr viel eingepreist, man ist zu heiß gelaufen, man möchte vielleicht wirklich konsolidieren. Und mit dieser Monatskarte bietet es sich an, dass man hier in diese Gipfelphase übergeht, dann hier vielleicht diesen Bereich als erste Anlaufzone erhaben, aber man eben trotzdem diesen Gipfel auch durchaus erstmal ein bisschen ausschmücken kann. Das kann sich hinziehen, hier waren es mal 4 Kerzen, hier waren es nur 2 Kerzen, aber eine Monatskerze ist dann doch relativ selten. Das passiert dann meistens nur bei einem starken Impuls, dass man dann zügig einen Gipfel bildet. Aber der Hinweis mit diesem Grabstein-Doji, der Hinweis, dass die Dynamik auf der Oberseite, wo pünktlich so für Zellennähe, für die saisonal schwache Zeit, am Ermüden ist und man hier keine großen neuen Hochpunkte ausbilden kann. Also Verbindungslinie hier im DAX-Kursindex im Fokus. DAX Quartalschart. Schauen wir uns auch noch an. Jede Kerze ein Quartal, hatte ich euch vergangene Wochen schon gezeigt. Interessantes Bild. Wir hatten hier 5 grüne Quartalskerzen am Stück. Ausgeprägte, starke Quartalskerzen. Steil nach oben ging es. Haben sogar das obere Bollinger Band verlassen mit der 5. Quartalskerze. Das verläuft jetzt bei 15.000, das obere Bollinger Band im Quartalschart. Verlassen und haben es rausbeschleunigt. Aber hier sieht man schon ein bisschen den Rücksetzer. Und die letzten Male, wo eben dies passiert ist, nicht unbedingt immer 5 Quartalskerzen hintereinander und erst recht nicht so starke, das ist wirklich schon nahezu einmalig. Aber das Verletzen des oberen Bollinger Bandes hatte ich euch mal eingezeichnet. In den letzten 25 Jahren gab es 5 Mal und jedes Mal folgte danach eine starke Korrektur. Das sind Quartalskerzen, ne? Das kann sich natürlich ein bisschen hinziehen, bis so eine Quartalskerze fertig ist. Aber es war ein Hinweis, wenn man das Bollinger Band, den Bollinger Bereich verlassen hat auf der Oberseite, es droht ein Rücksetzer. Manchmal sogar bis runter zum mittleren Bollinger Band, manchmal sogar bis zum unteren Bollinger Band. Das mittlere Bollinger Band verläuft aktuell bei 12.400. Das untere verläuft bei knapp unter 10.000. Wäre es zumindest der Hinweis, fast immer eigentlich wurde das erreicht. Hier nicht ganz, haben ein paar Punkte gefehlt, aber ansonsten führte es zumindest immer Richtung mittlere Bollinger Band und immer folgte eben die Korrektur und durchaus auch saftig. Die kleinste Korrektur gab es hier, das waren glaube ich bloß nur minus 15%, aber sie folgte eben, minus 14, minus 15% war die kleinste und die anderen waren alle
zum Teil deutlich größer. Die Frage, ist es diesmal alles anders? Ja oder nein? Oder wird auch hier nach dieser starken Rallye eine Korrektur nun anstehen? Vielleicht passend für Zell in May, ein bisschen abgesetzt vom Hochpunkt haben wir uns ja schon. Aber ein erster wichtiger Support, ich habe es euch gesagt, mittlere Bollinger Band verläuft bei knapp 15.000, knapp oberhalb. Wir haben das vor Monats- und vor Quartalzug bei 15.030, sind wir alle relativ nah. Diese Marke winkt wahrscheinlich schon ein bisschen, aber von dort kann man immer noch gut abdrehen. Das wäre alles noch bullischer Bereich. Könnte man das Quartal vielleicht oberhalb beenden. Also man, die Bullen müssten die 15.030 im Ideal schon verteidigen. Dann bleiben wir oberhalb der Bollinger Area und hätten die Spanne hier sofort 15.4, 15.5. Und im zweiten Schritt sind wir bei den Jahrespivotpunkten. Hier oben leuchtet es ein bisschen auf. 15.660 wäre dann auch noch ein sehr lohnenswertes Ziel. Und auch hier, wenn man hier so einen Trendkanal einzeichnen möchte, würde ebenso im 15.600er Bereich verlaufen. Also oberhalb der 15.000, auch wenn wir es ein bisschen eintrüben, extrem kurzfristig überhitzt sehen, lebt diese Spanne auch noch. Diese Chance, dass wir die 15.660 erreichen können. Brechen wir unten durch, erste Eintrüben würden wieder in den Bollinger Bereich eintauchen. 14.600, also hier im Quartalschau, ganz große Bild, wäre eine nächste große Supportzone. Wenn wir dort durchrutschen, 13.900 bzw. mittlerweile fast 14.000, nächste Supportzone, falls es dort durchgeht, kann dir die Tür zum mittleren Bollinger Band aufgeschlagen werden. Ähnlich wie beim Dow Jones Transport mit dem riesigen Abstand zur 200-Tage-Linie. Sieht total weit entfernt aus, aber wird immer wieder regelmäßig angelaufen. Auch das mittlere Bollinger Band sieht total weit entfernt aus mit seiner 12.400, aber in der Historie doch immer wieder angelaufen. Immer wieder Anlaufpunkt. Jetzt haben wir ziemlich weit uns schon verabschiedet von dieser Linie, aber sie wird auch wieder angelaufen werden. Bei einer starken Korrektur ist dies durchaus eine Zielzone, vielleicht passend fürs Zell&W bis September, könnte sich zumindest anbieten. Aber oberhalb der 15.000 lebt eben auch noch die Chance, dass man neues Allzeithoch bei 15.660 sehen. Erst unterhalb droht die Eintrübung 40.600, darüber 13.900 und darunter kann es wirklich stärkere Verwerfungen geben. Bisher nicht viel passiert, aber eben viele Indikationen, man ist doch stark überhitzt. Keine gesunde Grundmischung, aber solange die Signale auf der Unterseite nicht folgen, dann geht es eben eher weiter Richtung Trendrichtung und hier die 15.030, die könnte in der nächsten Woche bereits ein wichtiger Faktor sein. Also das ist ganz große Bild. Sämtliche Bilder, übrigens auch die großen Bilder, die ich euch, alle Bilder, die ich zeige, findet ihr auf tradingportal.net im Premium-Bereich sogar alle und auch mit Textversion dazu und einen exklusiven Chat, der von früh bis Abend moderiert wird. Lohnend. Wir gehen in den DAX-Monatschart hinein. Performance-Index, also der DAX-Kursindex, der war schon sehr eingetrübt, verdächtig eingetrübt. Performance-Index hat nicht ganz des Monatstiefs erreicht, aber trotzdem hier ist doch vom Hoch abgesetzt und auch der Hinweis, im Mai die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Vielleicht kann man die 15.6 noch erreichen, wenn wir jetzt hier eine 15.000 und stabilisieren, aber viel mehr wird vermutlich nicht drin sein. Wir haben jetzt schon einen ersten wichtigen Widerstand, die Verbindungslinie 2018, 2015, die Allzeithochstände hier leicht noch zu sehen, die Linie, sind wir zurückgefallen auf Monatsschlussbasis unterhalb. Im DAX-Kursindex haben wir es noch besser gesehen. Und diese Marke verläuft im neuen Monat bei 15.230. Das ist eine erste wichtige Widerstandsmarke. Das ist die Verbindungslinie letzten Allzeithochpunkte. Zugleich ein erster wichtiger Monatswiderstand. Kommen wir da drüber, dann lebt die Hoffnung noch, weitere Hochpunkte zu sehen. 15.400 wäre eine nächste Anlaufzone, die wir dann hätten, wo es der Weg schon steiniger wird. Falls wir rüberkommen, muss man mit dem Bereich, den ich euch im Quartalchart gezeigt habe, 15.660, muss man mit diesem Cluster noch rechnen, dass man wirklich die 15.660 auch noch holen können, obwohl die Monatskerze etwas eingetrübt ist. Aber oberhalb des 230 ist diese Chance durchaus gegeben. Aktuell stehen wir unterhalb und so werden wir die 230, meine Güte, 230 erstmal als Widerstand haben. Darunter die Spanne zur 15.030 aktiv, die ich euch eben gezeigt habe. Erster wichtiger Support, dort könnte man direkt gegensteuern. Falls nicht,
geht die Tür auf über die 14.900, hier zur 14.600, was er sieht, im Monatschart ist schon ansteigend Richtung 14.700, wäre dieser Cluster eher offen. Also 230, wichtiger Widerstand erstmal Monatssicht unter 15.030, darüber 14.900 zur 14.700. Falls es dort durchgeht, wäre 14.200 die nächste Marke, die wir hätten. Oberhalb des 230 hingegen erste Spanne zur 400, 15.400. Und im zweiten Schritt kann sogar ein neues Allzeithoch folgen Richtung 15.660. Also mal sehen. Wir haben jetzt schwache Monatskerzen. Sie deuten an, viele Hochpunkte werden wir nicht folgen. Haben wir gleich Probleme an ersten Widerständen, folgt vielleicht gar kein Hochpunkt mehr. Und Zelle mir beginnt sehr pünktlich. Aber normalerweise, auch wenn wir jetzt die bärische Kerze haben, selten ist es nur eine Tageskerze oder eine Wochenkerze oder eine Monatskerze, wie hier jetzt, die einen Gipfel bilden. Meistens folgen doch ein paar mehr. Und so kann es gut sein, dass wir daneben noch eine ausbilden kann. Wir schauen einfach auf die einzelnen Marken und die 230 ist durchaus eine erste relevante Zone. Nicht nur für die Monatssicht, auch auf Wochensicht, ist immer ein Wochenchart und ein Tageschart ebenso. Hier ist unsere DAX-Wochenkerze, die letzten beiden Wochen rot. Deswegen ist die April-Performance auch etwas zurückgegangen. Vielleicht könnte man hier einen fallenden Keil einzeichnen. Aber ich verliere meine Stimme schon wieder hier. Ich darf die Videos einfach nicht so lange machen. Ein fallender Keil wäre natürlich eher bullisch, wenn der aufgelöst hat, wäre Kraft gegeben, neues Allzeithoch zu holen. Vielleicht die 15.660 wären dann wirklich denkbar. Und die Oberkante verläuft bei ziemlich genau 15.230. Hier ist auch die Verbindungslinie von den letzten Allzeithochpunkten noch mal zu sehen. 2015, 2018. Keil, Oberkante auch in der Kombi-Widerstand wäre durchaus der erste wichtige Wochenwiderstand. Die nächste Wochenkerze wird hier ausgebildet in diesem Bereich. Und hier der weiße Pfeil zeigt quasi die erste wichtige Entscheidungszone an. Und bei 230 ist das so eine Zone. Das ist die Oberkante von den Allzeithochs und es ist eben die Oberkante von diesem fallenden Keil als Kombi-Widerstand. Also 230 hier ganz wichtig, falls wir dort rüber kommen, durchspalten können, ist wirklich Kraft möglich. Die Spanne zur 15.300 und im zweiten Schritt Richtung 15.400, 460 wäre dann geöffnet. Dann wäre wieder Kraft drin. Man könnte erstmal stark in den Monat starten. Im Monat startet es am meisten gerne, dann kommt neues Kapital in den Markt. Gerne etwas fester. Das Oberhalb des 230 durchaus diese Spanne denkbar als Wochenkerze. Wir kommen aber vermutlich erstmal unterhalb rein und dann leben wir erstmal in dieser Range hier. Und die Unterkante auch ganz passend, was zu den wichtigen übergeordneten Morgen 15.030 und 15.009. Das ist auch eine Gap-Zone noch und übergeordnet eben vor Quartalshoch, vor Monatshochpunkt. Das ist eine übergeordnete wichtige Marke, die eben auch hier im untergeordneten Bild Beachtung findet. Daher sehr interessant, sehr wichtiger Support. Also unterhalb der 230, er hat diese Tür offen über die 130, 15.070 zur 15.030, 15.009 wäre das die Wochenrange, die wir hätten. Ein Abpraller Bereich 15.030, wie eben auch im Quartalschart gesagt, da ist noch nicht viel passiert. Ja, da kann man immer noch nach oben abdrehen, man kann auch noch diese Keilformation nach oben verlassen. Man sollte bloß nicht viel tiefer fallen. Hier auf der Unterseite wären dann bereits die 14.940 zu nennen. Dann trübt die Sache doch ein, wenn wir dort durchrauschen, 14.940, dann ist Gefahr gegeben und der Cluster hier, dieser nächste Cluster wäre freigeschalten Richtung 14.600, 14.700 mit einzelnen Zwischenmarken, aber die schauen wir uns dann an. Bisher bewegen wir uns ja genau hier drin. Also Wochenchart kurz zusammengefasst, 15.230, wichtige Entscheidungszone auf Wochensicht. Auch auf Monatssicht war es eine wichtige Marke, also allgemein sehr interessante erste Zone. Oberhalb können die Bullen wieder Kraft schöpfen. 15.300, 15.400, 460 wären dann auf Wochensicht möglich, wenn man dann wirklich rüberkommen kann. Unterhalb hingegen die Tür offen Richtung 15.030, 15.009 mit den einzelnen Zwischenmarken hier. Falls es da dort durchgeht, 14.940 muss verteidigt werden, ansonsten geht die Tür Richtung 14.6 auf und hier wäre die Sache mit dem Gipfel doch langsam anzunehmen. Mal sehen, der Keil auf alle Fälle wäre fallender Keil eher bullischer Natur. Und noch bewegen wir uns genau in dieser Keilformation. Gehen wir jetzt auch hinein in den Tagesschart, hier die Kerze ein Tag, ist diese Keilformation auch zu erkennen. Auch zu erkennen, dass man hier gerne am mittleren Bollinger Band entlang gehangelt sind.
Es war aber auffällig, hatten wir diskutiert, ne, dass man zwar diesen Standard-Long-Trick immer angelaufen hat, aber dann die Folgekerzen, Fortsetzungskerzen immer schwächer wurden. Hier war es relativ gut, sah so aus, könnte man aufgreifen, dann wieder Schwäche, die nächste Fortsetzungskerze schon sehr schwach und die danach auch. Und dann nächsten Tag, der vierte Test war dann einfach ein Test zu viel für das mittlere Bollinger Band. Man ist durchgerutscht, Donnerstag und Freitag hat man das Band dann nur von der Unterseite getestet und dann Schluss auf nicht wochentief, sondern auf Tagestief gefunden mit dieser Freitagskerze. Deutet sich eigentlich an, hier kann man eigentlich direkt am Montag einen neuen Tiefpunkt sehen. Und am besten wird dieser direkt aufgegriffen an der 15.115. Und da müssen die Bullen eigentlich sofort kommen. Hier lassen sich viele Formationen einzeichnen. Die Bären hoffen sicherlich auf eine große SKS-Formation, Schulter, Kopf, Schulterformation, dass man die ausbilden könnte, das vielleicht dann aktiviert wird und dann komplett weitergereicht wird Richtung 14.6. Das ist die Hoffnung der Bären. Die Bullen können aber genauso hoffen. Die können ja drinnen auch noch hoffen auf einen, dass man vielleicht obligatorischen Tiefpunkt holen, aber hier um 15.150 vielleicht gleich aufgekauft werden. Hier vielleicht einen Doppelboden ausbilden innerhalb dieses fallenden Keils. Welcher er bullisch ist mit Doppelboden, könnte man natürlich ausbrechen und dann eben vielleicht mal die Tür wirklich aufschlagen Richtung 15.600. Also die Sache ist hier nicht gelaufen, obwohl der Monatsschluss jetzt schwach war. Das ist eine Warnung, aber ist ja nicht gleich ein Gipfel. Dafür fehlen die Signale auf der Unterseite, aber es ist eine Warnung. Aha, Dynamik, Aufwärtsdynamik wird herausgenommen werden. Aber man kann ihm trotzdem nochmal eine zweite Monatskerze oder Wochenkerze daneben setzen. Also hier ist durchaus auch die Chance für die Bullen noch gegeben. 15.115 am Montag, vermutlich erste relevante Zone. Oberhalb können die Bullen hoffen, eine erste Spanne 150, 170 zur 200 auszubilden, dass man sich langsam wieder Richtung mittleres Bollinger Band wandert. Das wäre hier bei 15.240 zu finden, auch vorher war die 230 relevant, ne? Aber jetzt war 240 das mittlere Bollinger Band. Also die 230 hat man im Monatschart und im Wochenchart gesehen, wäre im Tageschart wäre 10 Punkte drüber das mittlere Bollinger Band. Passt die Marke auch sehr gut, wäre dann aber eine erste Spanne, die wir ausbilden könnten, oberhalb der 115. 150, 170, 200, vielleicht das mittlere Bollinger Band dann erst am nächsten Tag. Aber falls man doch so mit so viel Laden reinkommt, wäre das eine gute, wichtige Widerstandszone, die man hier ausbilden könnten. Hätte aber durchaus Kraft für zwei Tage. Wenn man dort rüberkommt sogar, geht es weiter Richtung 15.300. Darüber Ausbruch aus dieser fallenden Keilformation. Und die Tür geht wirklich wieder 15.4er, 15.416er Bereich auf. Vielleicht auch für einen Doppeltop, ne, könnte man ja auch ausbilden. Sehen wir uns dann an. Wir schauen, bringen ja jeden Tag unseren Tagesausblick mit den einzelnen Clustern heraus. Unterhalb der 15.115 hingegen, die Pfeile zeigen ja die einzelnen Cluster immer an, geht hier die Tür auf zur Unterkante dieser Keilformation. Ja, passend 15.009, 15.030, wichtige Supportzone, zugleich hier eine Gap-Zone, wir haben viele Gaps noch offen, wäre das dann unsere wichtige Zone, die wir hätten unterhalb der 115. Kann es sein, dass man mit Abwärtsdruck beginnt, aber hier unten an der 15.030 kann man durchaus eine sehr gute Rebound-Marke finden. Die Spanne 115, 15.065, 15.030, 15.009 wäre dann hingegen unsere bärische Spanne, wenn man so negativ hereinkommt. Bullische Range, bärische Range zum Wochenauftakt. Darunter die 14.940, die wir schon mehrfach erwähnt haben. Da wäre darunter noch eine Gap-Zone. Aber wenn wir unter die 14.940 fallen, trübt sich das Bild übergeordnet ein und man müsste dann schon von einem Gipfel ausgehen. Aber ansonsten haben wir hier viele Formationen, diese Seitwärtskonsolidierung, nenne ich es mal, die SKS wäre möglich. Aber der fallende Keil wäre wirklich bullischer Natur mit Doppelboden. Also beide Seiten haben hier durchaus ihre Chancen. Erste Eintrüben gibt es eben erst, wenn wir die 15.000 hergeben oder sogar die 14.940. Daher kurz zusammengefasst für die wichtigen Marken. 115 im Fokus zum Start. Oberhalb kann die Tür aufgeschlagen werden, kann zwei Tage dauern Richtung mittleres Bollinger Band bei 240 über die 150, 170 und der 200. Könnte man hier entlang hangeln, darüber 300, wenn es über die 300 geht, sogar die Tür wieder weit offen in den 400er Bereich und in dem Allzeithoch, wäre für Montag noch nicht relevant. Unterhalb der 115 hingegen
ruft er, der wichtige, übergeordnete nächste Support über die 15.065 zur 15.030, 15.009 und da kann dieser bullischen Keilformation, Gap-Zone, übergeordnete Supportzone, also wäre dieser rote Pfeil, er zeigt den Support an, wäre das unser erster Cluster, wo man dann durchaus auch bullisch reagieren kann und eine bullische Tageskerze hinsetzen könnte. Mal sehen, wie wir reinkommen werden, ob uns im Ideal für die Bullen verteidigen wir den Bereich 15.115, dann könnten wir hier wirklich sogar an einem Doppelboden arbeiten, den man dann zu versuchen könnte aufzugreifen. Das wäre zumindest im Ideal der Bullen direkt obligatorischen neuen Tiefpunkt nach diesem schwachen Tageskerze ausbilden, aber sofort aufkaufen, das wäre bullischen Sinne. Ansonsten geht es erstmal der Weg hier runter, aber hier unten haben die Bullen eben auch noch eine gute Rebound-Zone. Es sollte nur nicht viel tiefer gehen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Wir haben die Stunde jetzt pünktlich voll, ist die Stunde, deswegen beenden wir die Sache. Ich bin heute zu gerne abgeschweift, es tut mir leid, aber ich mache wieder die Kapitel morgen hinein. So könnt ihr die einzelnen Kapitel aufrufen, was ihr euch anschauen wollt und dann könnt ihr, ihr müsst dann nicht jeden Kommentar von mir mit verfolgen, auch wenn es natürlich schön wäre. Sehr gerne ist eure Meinung auch gefragt. Könnt ihr gerne in den Kommentarbereich schreiben. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video auch liked, damit ihr auch mich ein bisschen Feedback bekomme. Abonnieren dürft ihr den Kanal auch. Oder ansonsten schaut auf tradingportal.net Premium vorbei oder auch in den freien Bereich in den Trading-Chat, die von früh bis abend wird dort diskutiert, wenn ihr Ideen ausgetauscht. Seid ihr gerne dazu eingeladen. Was bleibt? Ich wünsche euch einen guten Start in den Mai, ein angenehmes Wochenende und wir sehen uns natürlich wieder am Montag in alter Frische zum Auftakt in Zellenmee. Macht's gut und ciao.